Liebe Brandenburgerinnen und Brandenburger, wir feiern in diesem Monat ein Jubiläum, das mir persönlich besonders wichtig ist. Vor 10 Jahren zeichnete die Staatskanzlei zum ersten Mal eine Ehrenamtlerin des Monats aus. Christina Tast wurde im September 2007 für ihren Einsatz bei Dorf macht Oper in der Prignitz geehrt. Und sie ist heute noch in dem Projekt engagiert und hat inzwischen auch Flüchtlinge für die Mitarbeit begeistern können. Und mit ihr sind viele der mittlerweile 112 Ehrenamtler des Monats weiter in ihrem Dorf, in ihrem Verein, in ihren Betrieben und Einrichtungen aktiv. Sie bringen sich ein und sie bringen auch andere auf Trab. Alle eint eine Maxime: Nicht abwarten und auf andere schauen, sondern anpacken, sich Mitstreiter suchen und die Dinge zum Laufen bringen. Deshalb ehren wir die Frauen und Männer genau dort, wo sie aktiv sind, wo sie mit ihrem Engagement zu Hause sind. Ich habe bei der Übergabe dieser Auszeichnung oft Tränen der Rührung gesehen. Bei den Geehrten selbst, aber auch bei denen, die vom Engagement profitieren. Das sind unglaublich schöne Momente. Momente, die zeigen, wie wertvoll das Ehrenamt ist und dass wir es achten und ehren. Das Ehrenamt ist der Kitt, der unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Ich bin mir sicher, dass wir auch in den kommenden Jahren noch viele Menschen in unserem Land haben werden, die wir auszeichnen können, da sie sich ganz besonders für andere einsetzen, die Probleme, die bestehen, beherzt angehen und so ihr Stück Heimat noch ein bisschen lebenswerter für uns alle machen. Wenn Sie solche Menschen kennen, dann sagen Sie es uns. Vielleicht komme ich dann auch bald zu Ihnen und kann Ihren Kandidaten als Ehrenamtler des Monats auszeichnen.